Okay, fangen wir an. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa afdalu salati wa atammu taslim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wir sind immer noch beim Hadith Nummer 15. Der Hadith Nummer 15 war die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam: Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Wer an Allah den jüngsten Tag glaubt, der soll Gutes sagen oder schweigen. Und man kann yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Wer an Allah und den jüngsten Tag glaubt, das ist dann der zweite Punkt. Wer an Allah und den jüngsten Tag glaubt, der soll seinen Nachbarn würdigen oder ehren. Was das bedeutet, dazu kommen wir inshallah. Und dann der dritte Teil: Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfam. Das ist Nummer 3. Wer an Allah den jüngsten Tag glaubt, der soll seinen Nachbarn ehren, würdigen, respektieren, wie auch immer. Dazu kommen wir auch, was das bedeutet. Gast oder sein Nachbarn? Nein, einmal kommt Gast und einmal Nachbar. Das sind zwei. Also insgesamt kommen in diesem Hadith 3 Dinge. Den ersten Teil haben wir im letzten Unterricht behandelt, nämlich das Schweigen bzw. das Sprechen und die verschiedenen Modalitäten dazu. Und heute kommen wir zum nächsten Teil, nämlich das mit dem Nachbarn. Und wenn dann noch Zeit übrig bleibt, kommen wir zu dem, oder fangen wir mit dem Gast an, und wenn dann noch Zeit übrig bleibt, behandeln wir den Nachbarn noch oder den Umgang mit dem Nachbarn. Also das ist der Teil, den wir jetzt durchgehen, ist die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam: Wer an Allah an den jüngsten Tag glaubt, der soll seinen Gast ehren, würdigen. Oder das Wort, was hier verwendet wird, ist Ikram. Ikram al-Daif. Ikram al-Daif, was es bedeutet, werden wir gleich klären. Jedenfalls, sowohl den Gast als auch den Nachbarn zu achten und zu respektieren, beziehungsweise einen angemessenen Umstand mit ihm zu pflegen, das kommt auch im Koran vor, in der sogenannten Ayatul Huquq al-Ashara. Ayatul Huquq al-Ashara, das heißt der Vers der 10 Rechte. Der Vers der 10 Rechte. Oder der 10 Gebote, wenn man es so sagen möchte. Weiß jemand, welcher damit gemeint ist? Der Vers der 10 Rechte. Das ist in der Surah An-Nisa die Aussage Allah Ta'alas: وَعَبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا. Man kann mitzählen. Der Vers der 10 Rechte. Der fängt an mit der Aussage Allah Ta'alas: وَعَبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا. Wir können die einzelnen Punkte mitzählen. Also hier Nummer 1: Dient Allah, ergebt euch Allah, betet ihn an, gehorcht ihm und gesellt ihm nichts bei, gesellt ihm keine Partner bei. Das ist Nummer 1. Dann kommt Nummer 2: وَبِلْ وَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Und seid gütig mit euren Eltern. وَبِلْ وَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ. Das sind 5. وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَمْعِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. Das bedeutet: Und dient Allah und gesellt ihm nichts bei. Nummer 1. Und erweist den Eltern Güte. 2. Und den Verwandten. 3. Und den Weisen. 4. Den Bedürftigen. 5. Jetzt kommen ein paar Begriffe, was sie bedeuten oder wie wir sie verstehen. Da gibt es verschiedene Interpretationen der Ahlul Ilm, aber ich nehme jetzt einfach mal irgendeine Übersetzung und dann besprechen wir das. Dem nahen Nachbar, merkt euch das. Waljari dil Qurba, den nahen Nachbar. Waljari dil Junub, den fernen Nachbar. Wassahibi bil Jam, und den Begleiter an eurer Seite. Den Begleiter an eurer Seite. Wabani Sabil, und dem Sohn des Weges. Was ist der Sohn des Weges? Dazu kommen wir auch.
und denen, die eure Rechte besitzen. Wahrlich, Allah liebt nicht, wer eingebildet und prahlerisch ist. Dieser Vers, wie gesagt, wird als der Vers der 10 Rechte bezeichnet, weil hier 10 Rechte genannt werden. In diesem Vers beginnt Allah Ta'ala mit dem Recht Allahs gegenüber den Dienern. Das Recht Allah Ta'alas gegenüber seinen Dienern. Das kommt auch in dem Hadith von Mu'adh ibn Jabal vor. Er sagte, Kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himari. Ich saß mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam auf einem Reittier. Also er saß hinter ihm. Und dann sagte er zu mir, Atadri ma haqqullahi ala al-ibad. Mu'adh, weißt du, was das Recht Allahs gegenüber seinen Geschöpfen ist? Was steht ihm zu? Und was das Recht der Diener gegenüber Allah ist? Also was steht ihnen zu? Nicht, weil es ein intrinsisches Recht von ihnen ist, aber weil Allah Ta'ala das so versprochen hat. Weil ansonsten ein verbindliches Recht gegenüber Allah Ta'ala hat niemand, weil Allah keine, ich sage mal in Anführungsstrichen, natürlichen Verpflichtungen hat gegenüber irgendjemand. Er sagte, Allah wa Rasuluhu a'lam, Allah und sein Gesandter wissen es besser. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Haqqullahi ala al-ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'an. Das Recht Allah Ta'alas gegenüber seinen Dienern ist, dass sie ihm dienen, dass sie ihn anbeten und ihm darin niemanden beigesellen. Und das Recht der Diener ist es, wenn sie dies tun, dass er sie in das Paradies eingehen lässt. Oder er sagt, dass er sie nicht bestraft, ich weiß nicht mehr ganz genau. Also das ist, in diesem Vers erwähnt Allah Ta'ala das Recht des Schöpfers gegenüber den Geschöpfen und die Rechte der Schöpfung untereinander. Oder das Recht eines Menschen gegenüber anderen Menschen. Und das sind insgesamt, können wir das in 5 Kategorien einteilen. Diese hier genannten 10 Rechte, sagen wir 9, weil wir beschäftigen uns mit dem Teil, der jetzt das Menschliche betrifft. Wir können diese 9 in 5 Kategorien einteilen. Erstens, diejenigen, mit denen man eine verwandtschaftliche Beziehung hat. Die Verwandtschaft. Und an dieser Stelle erwähnt Allah Ta'ala lediglich die Eltern, weil sie die Spitze der Verwandtschaft sind. Es gibt niemanden, der näher mit dir verwandt ist, als deine Eltern. Weil sie dich erzeugt haben. Und weil in der verwandtschaftlichen Hierarchie die Eltern die größten Rechte haben gegenüber ihren Kindern und der Mensch hat die größten Verpflichtungen gegenüber seinen Eltern innerhalb des verwandtschaftlichen Kreises. Deswegen erwähnt Allah Ta'ala lediglich die Eltern, die anderen werden ausgelassen. Das ist der erste Punkt. Zweitens, die zweite Kategorie, das sind Menschen, die diverse Anrechte haben aufgrund ihrer Schwäche. Weil sie gesellschaftlich oder in der gesellschaftlichen Ordnung zu den Schwächeren gehören. Und hier können wir zwei von den 9 genannten hier einordnen. Einmal die Weisen. Und einmal die Bedürftigen, die Mittellosen. Nicht? Der eine ist schwach, der Weise, weil ihm fehlende Unterstützung fehlt, die man in der Regel vom Vater bekommt. Und die Bedürftigen, weil ihnen die Mittel fehlen. Aber kann ein Weise nicht auch unbedürftig sein? Kann ein Weise nicht auch auf seinen eigenen Beinen stehen? Warum werden immer die Weisen erwähnt? Häufig werden die Weisen im Koran erwähnt. Wie auch es in diesem Vers. Die Sache ist, in der
Im Kontext des Koran wird jemand nur weise genannt, wenn er keinen Vater mehr hat und wenn er noch nicht geschlechtsreif ist. Wenn er geschlechtsreif ist, wird er nicht mehr weise genannt, weil er in der Regel dann für sich selbst aufkommen kann und sich um seine eigenen Dinge sorgen kann. Das heißt auch, jemand, der beispielsweise die Mutter verliert, aber den Vater hat und noch nicht geschlechtsreif ist, der wird nicht weise genannt. Weil er jemanden hat, der sich für ihn sorgt und ihn versorgt, was in der Regel der Vater ist. Oder zumindest in traditionellen Familienbild, konservativen Familienbild. Das ist die zweite Kategorie. Die dritte Kategorie, das können wir wie folgt bezeichnen, diejenigen, die aufgrund von Nähe und Umgang einen Anspruch auf Güte haben. Das heißt, man hat eine gewisse Nähe zu ihnen oder man pflegt mit ihnen einen Umgang und deswegen haben sie ebenfalls ein gewisses Anrecht, einen Anspruch auf Güte dir gegenüber. Hierzu können wir drei der eben genannten Personen einordnen. Und diese drei Begriffe sind die ein bisschen Deutungsspielraum haben oder was verstehen wir darunter. Das war einmal der Begriff Al-Jari dil-Qurba. Al-Jar, der Nachbar, der Nähe hat. Der Nachbar, der Nähe hat. Was heißt das, Nachbar, der Nähe hat? Was bedeutet das? Der nahe Nachbar. Der in der Nähe von mir wohnt. Okay. Ja. Der Nachbar, der vielleicht auch mit einem verwandt ist. Ich glaube, der direkt neben mir wohnt. Ja. Vielleicht der muslimische Nachbar. Das sind tatsächlich alles Aussagen, die Gelehrten auch getätigt haben. Dann kann man sich auch den fernen Nachbar erklären. Das ist eben immer der die gegenteilige Eigenschaft hat. Und ein Begleiter an der Seite, was ist Begleiter an der Seite? Auch dazu gibt es verschiedene Erklärungen, weil die Wörter sind etwas, soll ich sagen, sie sind ein wenig ambig. Wisst ihr, was ambig heißt? Ambig, yani mehrdeutig. Mehrdeutig, nicht eindeutig. Deswegen, in Bezug auf den nahen Nachbarn, wer ist der nahe Nachbar? Dazu gibt es fünf Aussagen oder mindestens fünf unter den Ahlul-Ilm und den Mufassirun, was damit gemeint ist. Manche sagen, das ist der nahe Nachbar ist der Verwandte. Der ferne Nachbar ist eben der nicht verwandte Nachbar. Tamam? Das ist die erste Aussage. Manche sagten, die Frau, die Ehefrau ist gemeint mit dem nahen Nachbarn, weil sie unmittelbar mit dir lebt. Und manche Gelehrten sagten, der Begleiter an der Seite, damit ist die Ehefrau gemeint. Also die einen haben ihn bei dem Begriff A zugeordnet oder sie, andere haben die Ehefrau dem Begriff C zugeordnet. Manche sagten, der Reisepartner, mit dem du der dich auf eine Reise begleitet, ist der ferne Nachbar. Manche sagten, der muslimische Nachbar ist der nahe Nachbar und der ferne Nachbar ist der nicht muslimische Nachbar. Andere sagten, das ist die fünfte Aussage, der nahe Nachbar ist der physisch, also der von Entfernung her, näher zu dir ist. Und der ferne Nachbar ist der Entfernungs, also aus dem Aspekt der Entfernung weiter weg von dir ist. Und diese Leute stützen sich unter anderem auf den Hadith von Aisha radiallahu anha. Sie fragte den Gesandten sallallahu alaihi wasallam, wenn ich einem meiner Nachbarn etwas zukommen lassen möchte, eine Gabe, ein Geschenk, Essen, was auch immer, wem soll ich das zuteil werden lassen? Er sagte, dem, der deiner Tür näher ist, also dem von der Entfernung her näheren Nachbar.
So, der Begriff Begleiter an der Seite, hier gibt es auch drei Aussagen unter den Händen. Was ist der Begleiter an deiner Seite? Ja, der Ehepartner ist eine Option, die andere Option wäre dann der Reisepartner oder einfach der Sitzpartner in der Gesellschaft, in irgendeiner Gesellschaft, der neben dir sitzt. Das war die dritte Kategorie. Können wir nochmal wiederholen? 1, 2 und 3? Nicht die einzelnen Personen, nur die Kategorien. Die Kategorie 1 war Menschen, die Anspruch auf Güte von dir haben oder dir gegenüber, weil sie verwandtschaftliche Beziehung zu dir haben. Und an der Spitze davon sind die Eltern, haben wir gesagt. Ja. Zweitens waren die gesellschaftlich benachteiligt. Genau, Menschen, die gesellschaftlich benachteiligt sind. Hierzu haben wir gezählt die Waisen und die Bedürftigen. Und was war die dritte Kategorie, die wir eben besprochen haben? Die Nachbarn. Allgemeiner. Der Nahe und der Ferne. Ja, aber wir wollen es noch allgemeiner halten. Menschen, mit denen du gewissen Umgang pflegst. Das können dein Nachbarn sein, das kann dein Ehepartner sein, das kann dein Reisepartner sein, das kann dein Sitzpartner sein. Alle, mit denen du einen gewissen Umgang pflegst. Das kann dein Arbeitskollege sein. Die alle kann man unter diese Kategorie fassen. Punkt Nummer 4 oder Kategorie Nummer 4. Eine Person, die vorübergehend bei jemandem ist, aber nicht dauerhaft. Vorübergehend, nicht dauerhaft. Und damit ist nur einer gemeint. Und dieser wurde in diesem Vers und auch in anderen Versen des Korans wird er als Ibn Sabil bezeichnet. Der Sohn des Weges. Was ist damit gemeint? Sohn des Weges. Ein Reisender zum Beispiel. Ja, ein Reisender, der außerhalb seines Landes ist oder seines Ortes und dem die Mittel ausgegangen sind. Manche der Gelehrten sagten, Ibn Sabil ist der Gast. Also es gibt ja auch diese zwei möglichen Erklärungen. Das fünfte, was hier erwähnt wurde, ist der Begriff Milkul Yamin. Milkul Yamin, das gibt es nicht mehr, das waren die Sklaven. Tayyib. Diese fünf Kategorien haben wir, oder diese neun in der Ayatun Nisa, Suratun Nisa genannten Personen können wir also in fünf Kategorien einteilen. Jetzt stellt sich die Frage, was bedeutet der Ausdruck des Propheten sallallahu alaihi wasallam konkret? Man kann يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. Der soll seinen Gast ehren, würdigen. Was heißt das konkret jetzt? Was bedeutet das für mich? Es gibt mehrere. Natürlich der Begriff, den Gast zu würdigen oder ehren, respektieren. Man kann das auch verschieden übersetzen. Ist bewusst allgemein ausgewählt worden, damit verschiedene Verhaltensformen, Umgangsformen darunter fallen. Aber mal ganz allgemein ausgedrückt, indem man ihm Gutes tut, von ihm Schaden abhält, ihn vor Schaden bewahrt, seinen Schaden erträgt oder die Unannehmlichkeiten, die von ihm ausgehen, diese zu ertragen, ihm gegenüber freundlich aufzutreten, das heißt, in das Gesicht, dass man ihm mit einem freundlichen Gesicht begegnet. Und folgende Aspekte. Erstens, ihn zu unterstützen, wenn er Unterstützung benötigt. Al-Muwasa'a, Muwasa'atul Jar. Und in diesem Kontext wird überliefert in Sahihain, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Ma zala Jibril يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. Jibril legte mir den Nachbarn ans Herzen,
so lange und so intensiv ans Herz, dass ich dachte, dass ich meinte, er würde ihn zum Erben erklären. Zum Erben erklären. Das heißt, eine gewisse verwandtschaftliche Beziehung würde zum Nachbarn bestehen, weil nur Verwandte erben. Und nur nahe Verwandte erben. طيب. Dieser Hadith wird ebenfalls angeführt im Musnad von Ahmed und in den Sunan von Tirmidhi. In den Sunan von Tirmidhi, in dem Abdullah ibn Amr ibn al-As, er sagte, oder er schächtete ein Schaf. Und dann sagte er zu seinen Angehörigen, هل أهديتم منها لجارنا اليهودي ثلاث مرات ثم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. Also Abdullah ibn Amr ibn al-As ließ ein Schaf oder ein Lamm schächten und sagte dann zu seinen Angehörigen, habt ihr etwas davon an unseren jüdischen Nachbarn kommen lassen? Dreimal, fragte er sie. Und dann sagte er, dann erwähnte er diesen Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, womit er eben sein Verhalten begründen wollte. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam legte mir den Umgang, oder den guten Umgang mit den Nachbarn ans Herz, bis ich dachte, er würde ihn zum Erben erklären. Die nächste Nummer, Punkt Nummer zwei ist, Schaden verhindern. Schaden verhindern kann verschiedene Aspekte haben. Unter anderem einen der Aspekte, den sehen wir zum Beispiel im Hadith von Abu Huraira radiallahu anhu, der auch in den Sahihain überliefert wird. Darin sagte er, لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره. Er sagt, keiner von euch sollte seinen Nachbarn daran hindern, einen Holzpflock in seine Wand zu stecken. Das heißt, ihr seid Nachbarn, deine Wand steht zwischen dir und deinem Nachbarn und er möchte einen Holzpflock in deine Wand hauen. Tamam? Er möchte einen Holzblock in deine Wand hauen. Kannst du ihn daran hindern? Kannst du sagen, mach das nicht? Nein, weil es nicht mein Eigentum ist. Kann ich daran hindern? Nein, nein, ich meine der Eigentümer. Kann er zum Nachbarn sagen, mach das nicht? Kann er zu seinem Nachbarn sagen, er soll es nicht machen? Wir hören nochmal den Hadith. Was hat der Hadith gesagt? Was sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam? Keiner von euch soll seinen Nachbarn daran hindern, einen Holzpflock in seine Wand zu legen oder zu stecken. Aber das ist natürlich nicht im absoluten Sinn zu verstehen, sondern nur dann, wenn der Eigentümer selbst dadurch keinen Schaden nimmt. Wenn es deiner Wand schadet, nicht? Wenn es der Wand schadet, oder du Schaden dadurch nimmst, der nicht tragbar ist, dann ist es natürlich nicht notwendig, das ihm zu erlauben. Aber der Hadith handelt von dem Umstand, dass du keinen Schaden davon nimmst und der Nachbar dadurch einen Nutzen verwirklicht. Wenn der Nachbar das nur aus Unfug machen will, einfach so, musst du das ihm natürlich nicht gestatten. Aber es geht darum, dass er braucht das. Er möchte da irgendwas herrichten und er braucht dafür diesen Holzblock in deiner Wand. Dann darfst du ihn nicht daran hindern. Und hier ergeben sich in Bezug auf Nutzen und Schaden, dass man dem Nachbarn von ihm Schaden abhält. Daraus ergeben sich auch einige rechtliche Aspekte. Zum Beispiel ist dieser Hadith. Al-Imam Ahmed ist zum Beispiel der Auffassung, dass es verpflichtend ist, den Nachbarn die Möglichkeit zu geben, einen Holzblock an seiner Wand anzubringen, wenn der Nachbar dies benötigt. Al-Hasan al-Basri, er sagte, Laysa husnul jiwar kafful adha, walakin husnul jiwar ihtimalul adha.
Er sagte, gute Nachbarschaft bedeutet nicht, Unannehmlichkeiten zu vermeiden, also dass du keine Unannehmlichkeiten verursachst. Gute Nachbarschaft bedeutet, Unannehmlichkeiten zu ertragen. Ein weiterer rechtlicher Aspekt ist folgender. Al-Imam Ahmad und Al-Imam Malik sind der Ansicht, dass ein Nachbar daran gehindert wird, also er wird rechtlich daran gehindert, in seinem eigenen Eigentum so zu handeln, dass es seinem Nachbarn schadet. Du machst etwas in deinem eigenen Eigentum, ja, aber das schadet dem Nachbarn. Aus der rechtlichen Perspektive sind Al-Imam Ahmed und Al-Imam Malik der Auffassung, dass dem Eigentümer dieses Unterfangen oder dieses Vorhaben, dass er daran gehindert werden darf. Nicht? Er darf es nicht machen. Zum Beispiel, ich gebe mal ein Beispiel. Lautstärke ist immer seine Lautstärke. Aber beispielsweise jemand baut einen großen Ofen in seinen Hof und darin verbrennt er täglich Müll. Er macht es auf seinem Grundstück. Es ist sein Hof und es ist sein Stück Land, aber er schadet damit dem Nachbarn. Darf er daran gehindert werden? Er darf daran gehindert werden. Er darf daran gehindert werden. Es kann ihm untersagt werden, dies zu tun. Tayyib. Gemäß dem Imam Ahmed ist es auch verpflichtend, also keine Sollhandlung, sondern verpflichtend, dem Nachbarn das zu geben, was er benötigt, wenn dies keinen Schaden für den Geber verursacht. Beispielsweise das Überschüssige. Er benötigt das. Dann ist es verpflichtend, ihm dies zu geben, wenn es keinen Schaden verursacht. Die Frage ist, was ist der Nachbar? Wer ist der Nachbar? Wir haben eben gesehen in der Surah An-Nisa die Aussage Allah Ta'alas, Wal-Jari al-Qurba, Wal-Jari al-Junub, dass es da verschiedene Definitionen gibt, was damit gemeint ist. Aber wir brauchen eine allgemeine Definition des Nachbarns. Wer ist denn der Nachbar? Bis wohin geht die Nachbarschaft? Sind es die ersten 3, 4 Häuser um mir herum oder die ersten 3, 4 Familien um mich herum oder erstreckt sich das über 10 Häuser, über 20 Häuser? Was ist die Nachbarschaft? Hier gibt es folgende Überlieferung in den sogenannten Marasil des Zuhri. Eine Mursal-Überlieferung von Zuhri. Wisst ihr, was Mursal heißt? Was ist eine Mursal-Überlieferung? Eine Mursal-Überlieferung bedeutet, wenn einer der Tabi'un, wisst ihr, was ein Tabi'i ist? Wisst ihr, was ein Tabi'i ist? Jemand, der jemanden gesehen hat, der den Propheten sallallahu alaihi gesehen hat. Ups. Nochmal? Jemand, der jemanden gesehen hat, der den Propheten sozusagen gesehen hat. Ja, also man kann sagen, die Gefährten der Sahaba des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Tamam? Also die Menschen, die Umgang pflegten mit den Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam, aber keinen Umgang mit dem Propheten selbst hatten. So, wenn ein Tabi'i ein Hadith überliefert, er sagt, mathalan, Zuhri sagt, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte so und so. Das nennt man eine Mursal-Überlieferung, weil hier das Habi fehlt. Das heißt, die Überlieferungskette ist irgendwie unterbrochen. Und die Gelehrten sagen, dass die Marasil, also diese Klasse von Überlieferung des Zuhri zu den schwächsten Marasil gehören. Jedenfalls in dieser Mursal-Überlieferung von Zuhri, darin sagte er, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte,
wisset, dass 40 Häuser als Nachbarn gelten. 40 Häuser. Arba'una Dara. Und dann sagte Zuhri erläuternd, er sagte 40 so, 40 so, 40 so und 40 so. Also 40 in jede Richtung. Ja, um dich herum. 40 Häuser, 40 Familien. 40 Familien. Das ist also, das ist die Definition des, der Nachbarschaft oder des Nachbarns, die sich so etabliert hat unter den Gelehrten, auch unter den Salaf. Viele haben das so übernommen. Also innerhalb, und da gibt es dann auch nochmal eine verschiedene Erklärung. Sind es 40 Familien, also im Kreis, Umkreis, oder wirklich 40 Häuser in jede Richtung, 40 Familien in jede Richtung? Tamam? Manche sagten, der Nachbar ist der, oder sie haben für den Nachbar das Konzept übernommen, das für die Moscheen gilt. Der, der den Adhan hört, der denselben Adhan hört wie du, also im Umkreis deiner Moschee ist, der ist dein Nachbar. Aber wie gesagt, die etablierte Definition ist die mit den 40 Häusern. Innerhalb dieser Nachbarn gibt es natürlich verschiedene Grade der Nachbarschaft. Das haben wir schon in dem Vers gesehen, dass der Vers differenziert zwischen Nachbarn, nahen Nachbarn, fernen Nachbarn. Das sehen wir auch in den Ahadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er sagte, Al-Jiranu Salatha. Die Nachbarn sind drei. Es gibt drei Arten von Nachbarn. Er sagte, Kafirun lahu haqqun wahid. Lahu haqqun wahidun bil jiwar. Ein nicht-muslimischer Nachbar, der ein Recht hat aufgrund der Nachbarschaft. Wa muslimun lahu haqqan. Haqqul islami wa haqqul jiwar. Und ein muslimischer Nachbar, der zwei Rechte dir gegenüber hat, Ansprüche hat. Nämlich einmal die Ansprüche des Islams dir gegenüber und dann die Ansprüche der Nachbarschaft. Wa muslimun qarib, ein Verwandter, nah Nachbar. Lahu thalathatu huquq, der hat drei Rechte dir gegenüber, drei Ansprüche. Anspruch der Nachbarschaft, Anspruch des Islams und Ansprüche, die er wegen der Verwandtschaft zu dir hat. Tamam? Das wäre der Teil des Nachbars mal so im Allgemeinen. Gehen wir über zum dritten Teil des Hadith. Was war der dritte Teil? Was war der dritte Teil des Hadith? Erinnert ihr euch oder nicht? Welcher Hadith nochmal? Okay. Der Hadith, mit dem wir begonnen haben, welcher war das? Ja, an Allah und den jüngsten Tag glaubt, der soll sein Nachbar. Wer an Allah und den jüngsten Tag glaubt, der soll Gutes sagen oder schweigen. Wer an Allah und den jüngsten Tag glaubt, der soll seinen Nachbarn ehren, würdigen. Und jetzt kommt der dritte Teil. Der war was? Der soll seinen Gast. Genau. Der dritte Teil ist der Gast. Also, hier stellt sich die Frage: Was heißt es, den Nachbarn zu würdigen? Und was für ein Recht hat der Nachbar? Ist es ein verpflichtendes Recht, das er dir gegenüber hat? Also ist es wirklich ein Anspruch, auf den er beharren kann? Oder ist es eine freundliche Geste, zu der du hier aufgefordert wirst? Erst einmal mit dem Begriff, den Gast zu würdigen, ist einfach gemeint, dass man ihm gute Gastfreundschaft bietet, dass man ihn bewirtet. Das ist mit dem Ausdruck hier gemeint, den Gast zu bewirten. Was heißt bewirten? Das heißt, ihm Verpflegung zur Verfügung stellen, ihm Mahlzeit und so weiter, einen Ruheplatz und so, und derartig. Das ist mit der Bewirtung gemeint. Und ob das verpflichtend ist oder nicht, dazu kommen wir gleich. Jedenfalls, in den Sahihain, im Hadith von Abu Shuraih,
Er sagt, Absalat aynai Rasulallah sallallahu alaihi wa sallam wa sami'athu udhunai hina takallama bihi. Qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu ja'izatah. فليكرم ضيفه جائزته. قالوا وما جائزته؟ قال يوم وليلة. قال والضيافة ثلاثة أيام. وما كان بعد ذلك فهو صدقة. Also in den Sahihain, im Hadith von Abu Shuraih, er sagt, meine Augen haben den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam gesehen und meine Ohren hörten ihn sagen. Wer an Allah den jüngsten Tag glaubt, der sollte seinen Gast würdigen Ehren bewirten, indem er ihm das Gebührende gibt. Dieser Begriff hier, Ja'iza, ist eigentlich eine Gabe, ein Geschenk. Sagen wir einfach mal, indem er ihm das Gebührende gibt. Was gebührt ihm? Da sagten sie, was ist das Gebührende? Er sagte, ein Tag und eine Nacht. Und dann sagte er, dann fügt er hinzu, die Gastfreundschaft beträgt 3 Tage und 3 Nächte. Alles, was darüber hinausgeht, ist freiwillige Sadaqa. So, die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, das Gebührende ist 1 Tag und 1 Nacht, das bedeutet, dass man sich für den Gast, der einen besucht, in diesen im ersten Tag und der ersten Nacht besonders anstrengt und ihn verwöhnt. 1 Tag und 1 Nacht. Also das heißt, in dieser Zeit, in diesem ersten Tag, ersten Nacht, bietet man ihm mehr, als man das in den übrigen Tagen macht oder als man das für gewöhnlich macht. Nach den 3 Tagen hat man seine Pflicht erfüllt, wenn wir von der Pflicht sprechen, oder das Recht, das er hat, hat man erfüllt. Und darüber hinaus ist es eine freiwillige Sadaqa. So, jetzt kommen wir zu den rechtlichen Aspekten. Das heißt, ich meine damit die Normen. Ist es verpflichtend? Ist es eine Sollhandlung? Äußerlich betrachtet machen diese Texte schon den Anschein, dass die Bewirtung des Gastes mindestens für 1 Tag und 1 Nacht verpflichtend ist. Und das ist die Meinung von Laith und von Ahmed. Der sagte, dass der Gast ein Recht und einen Anspruch darauf hat und die Person, bei der er sich, in dessen Gastbewirtung er eintreten möchte, ist verpflichtend, ihn einen Tag und eine Nacht zu bewirten. Al-Imam Ahmed ging sogar so weit, dass er sagte, wenn er daran gehindert wird, dann hat der Gast, er hat das Recht, dagegen zu klagen und zu beanspruchen, was ihm als Gast zusteht. Die Meinung der Mehrheit der Ahl-Ilm, also Ahmed, ist aber, dass dies nicht der Fall ist. Es ist nicht der Fall, es ist keine Verpflichtung, sondern es ist eine Sollhandlung. Und die Ausdrücke des Propheten sallallahu alaihi wasallam wurden hier so gewählt im Sinne eines sehr intensiven Ansporns. Ja. Etwa, oder einfach auszudrücken, dass das ein schwer gewichtetes Recht ist, auch wenn es nicht verpflichtend ist. Das entspricht in etwa der Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, indem er sagte, Ghuslul Jumu'ati wajibun ala kulli muhtalim. Ghuslul Jumu'a wajibun ala kulli muhtalim. Was heißt hier wajib? Heißt hier wajib im Sinne von verpflichtend? Das ist nicht die Terminologie des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Der Begriff wajib im Sinne von eine Pflicht ist die Terminologie der Fuqaha, der Rechtsgelehrten. Wajib heißt einfach, es ist von enormer Wichtigkeit. Deswegen die Mehrheit der Ahl-Ilm sind der Auffassung, die Mehrheit, dass das Ghusl al-Jumu'ah, also die Vollwaschung des Jumu'ah, nicht verpflichtend ist. Nicht? Trotz dieses Hadiths. Und sie führen diesen Hadith an, um den Istihbab, also die Erwünschtheit des Ghusl zu bekräftigen.
Und entsprechend wird auch der Hadith des Gastes verstanden. Insbesondere wenn man den Ausdruck betrachtet, er sagt ja, فَلْيُكْرِمْ ضَيْفًا, Al-Ikram. Und der Ikram, dieser Begriff, yani, suggeriert eher etwas Freiwilliges als etwas Verpflichtendes. Aber mal ungeachtet dessen, ob das jetzt verpflichtend ist oder nicht, gehen wir mal davon aus, dass es verpflichtend ist. Für wen gilt das denn überhaupt? Für welchen Gast? Und wo? Wo genau? Ist es für die Bewohner der Städte verpflichtend, Gäste zu bewirten? Oder ist es nur in ländlichen Gegenden der Fall? Wisst ihr, das gibt einen Unterschied. In Städten gibt es unzählige Möglichkeiten, Unterkunft zu finden und auch Nahrungsmittel und so weiter zu kaufen. Die Händler sind überall, Geschäfte sind überall da. Es gibt Möglichkeiten, sich selbst zu versorgen. In ländlichen Gebieten kann das schwer sein. Kann sein, es gibt kein einziges, sagen wir mal, Hotel. Also er kann sich nichts mieten. Es gibt keine Geschäfte. Es gibt Geschäfte, aber die sind nur kurz offen und er hat keine Möglichkeiten mehr, sich notwendige Nahrungsmittel und so weiter anzuschaffen. Deswegen differenzieren die Ahlul Ilm und sagen, also ausgehend von der Verpflichtung, die Verpflichtung wirkt nur dann, wenn es sich um ländliche Gebiete handelt. Ja, oder bei Beduinen beispielsweise kommt ein Gast vorbei an einem Beduinenlager in der Wüste. Die müssen den bewirten. Ja. Also diejenigen, die gesagt haben, dass es verpflichtet ist? Auch die von der vom Istihbab ausgehen, also dass es eine Sollhandlung ist, machen manche diese Differenzierung. Beispielsweise die Schafi'iyya, die Bewirtung eines Gastes als eine Sollhandlung betrachten, machen diese Unterscheidung nicht. Sie sagen, das gilt sowohl in ländlichen als auch in städtischen Gebieten. Ja, Tayyib. Wir schließen ab mit einem Hadith, der die Vorzüglichkeit der Gastbewirtung und die besondere Stellung dieser Handlung aufzeigt, aber auch missverstanden wird. Hadith unter anderem Potenzial hat, missverstanden zu werden. Das ist ein etwas längerer Hadith. Ich nehme mal an, viele von euch haben den vielleicht schon mal gehört. Der Hadith von Abu Huraira, er sagte, ein Mann kam zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und sagte, O Gesandter Allahs, ich bin erschöpft. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam schickte jemanden zu seinen Frauen, um zu schauen, ob irgendwas da ist, das sie ihm anbieten könnten, aber es gab nichts. Es gab nichts. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, gibt es jemanden, der diesen Mann heute beherbergt für eine Nacht und ihn bewirtet? Möge Allah ihn erbarmen. Dann stand ein Mann von den Ansar auf und sagte, Gesandter Allahs, ich beherberge ihn. Er geht zu seiner Familie und sagt zu seiner Frau, der Gast des Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam ist hier. Halte ihm nichts vor, also spare nichts. So. Er sagte, halte ihm nichts vor. Sie sagte, die Frau sagte, bei Allah, ich habe nichts außer dem Essen für die Kinder. Ich habe nichts außer dem Essen für die Kinder. Also etwas, das sie sich aufgehoben haben für die Versorgung, Verpflegung ihrer Kinder. Und dann sagte der Mann, er sagte zu seiner Frau, wenn die Kinder ihr Abendessen wollen, lass sie schlafen gehen. Also bring sie zum Schlafen und komm dann her, lösche die Lampe,
lösche die Lampen, lösche die, ja, die Kerzen oder die Lampen, die sie benutzt haben. Und wir werden heute hungrig bleiben. Warum haben sie die Lampen gelöscht? Damit die Kinder schlafen. Nein, die Kinder schlafen schon. Die Kinder schlafen. Die sitzen jetzt mit dem Gast des Propheten sallallahu alaihi wasallam und haben ihnen das Essen angeboten und löschen die Lampen. Damit der Gast nicht sieht, dass sie kein Essen haben. Damit der Gast nicht sieht, dass sie nicht mitessen. Tamam? Weil das in einem anderen Fall nicht ausreichen würde, beziehungsweise sie wollten dem Gast nichts vorenthalten. Am nächsten Morgen bekommt der Prophet sallallahu alaihi wasallam davon mit und wundert sich über diese, wie nennt man das, diese Wohltat, nein, ich meine, aber da gibt es einen anderen Begriff, und so, was ist jetzt mit diesem Hadith, wie verstehen wir diesen Hadith? Es gibt ein Problem nämlich, es gibt ein, oder ein Missverständnis, der wird teilweise missverstanden, der Hadith, und zwar, ich stelle euch einfach mal die Frage, hat der Mann die Verpflichtung, sich um seine Frau und seine Kinder zu sorgen, für ihren Unterhalt zu sorgen? Ja. Er hat die Verpflichtung, oder? Und in der Hierarchie, also in der Hierarchie der Verpflichtungen, wer liegt ganz oben für den Mann mit einer Familie? Die ersten Personen, für die er aufkommen muss, nehmen wir mal an, es gibt, er hat viele Verwandte, okay? Aber er, das, was er hat, kann er nicht unter allen aufteilen. Tamam. Wer liegt ganz oben? Seine Frau und seine Kinder. Jetzt stellt sich die Frage, dieser Mann hat eine Verpflichtung, seine Kinder zu versorgen und gibt es einfach dem Besucher. Führt es nicht dazu, dass er seiner Pflicht nicht mehr nachkommen kann?